Hallo lieben Zuschauer, ich bin's, die Franzi im Studio Floristik 24. Schön, dass ihr dabei seid und eingeschaltet habt. Seid gespannt, ich habe einen rosa Frühlingstraum auf einem Tablett. Ein bisschen Upcycling ist auch dabei und wie immer gibt's was zu gewinnen. Bis gleich! Ihr Lieben, an dieser Stelle stelle ich wie immer euch die ganzen Materialien vor, die ihr braucht, um die schöne Sache nachzuarbeiten. Und unten, vergesst nicht zu gucken, in der Infobox, da ist für euch alles drin verlinkt. Ich fange gleich mal an. Ich habe hier so ein ganz tolles Tablett mit Griffen. Das ist auch so ein Vintage. Das Thema begleitet uns jetzt sicherlich noch das ganze Jahr. Ist ganz schön auf alt gemacht, sieht einfach toll aus. Schöne Glasgefäße dazu, die sind so ein bisschen ja, beraucht, in glitzernd, ganz schön in verschiedenen Farben. Rosatöne, die jetzt aktuell immer noch im Trend sind, auch wieder dabei. Verschiedene Deko-Elemente, Herzen und Schmetterlinge, die glänzen sehr schön. Dazu als Kontrast Naturmaterialien wie das grüne Plattenmoos. Heidelbeerkraut habe ich hier. Ich habe schon die ersten Ostereier. Wer die schon mag, kann ja schon vorsichtig mit Natureiern anfangen zu dekorieren. Schöne Bänder in verschiedenen Varianten. Da ist ein Spitzenband dabei. Ein kariertes Band ist ganz toll. Hier habe ich ein paar Tulpenzwiebeln einfach auch zur Deko mit ausgesucht zum Gestalten. Schöne Hyazinthen an der Zwiebel. Die zeigen schon gar die erste Farbe, die habe ich mir mitgebracht. Dann habe ich hier ganz interessant, vielleicht kennt ihr es schon, in anderen Farben. Heute haben wir es in Rosé und in Weiß. Das Vintage-Spray da. Da kann man die Dosen damit schön einsprühen. Sehen dann ganz hervorragend aus. Hier zum Beispiel habe ich die Blechdosen einfach schon mal eingesprüht für euch. Glasvasen, Kirschzweige, Birkenzweige und schöne frische Ranunkeln dürfen auch nicht fehlen. Und dann fange ich gleich mal an, indem ich mir die Sachen vorbereite und die Gefäße schön gestalte. Als erstes nehme ich mir hier diese Dose vor. Da ist erst das Papierschild entfernt worden. Dann habe ich mir die schön eingesprüht, trocknen lassen und dann gucke ich mal, was mir dazu gefällt. Zum Beispiel hier dieser Schmetterling, den finde ich ganz witzig dazu und ein schönes Band. Das klebe ich erst fest und dann klebe ich auch den Schmetterling an und schon habe ich ein sehr schön interessant gestaltetes Gefäß. Das Gefäß kann ich dann Hyazinthen einarbeiten oder die Zweige einstellen. Das ergibt sich dann, wenn ich das arbeite. Vorher habe ich mir angeschaut, dass ich das Band auf die Länge von dem Gefäß mir schon zurechtschneide, dass ich nicht zu viel Überschuss habe. Und hier kann man sehr gut ganz einfach mit Heißkleber arbeiten, das Band einfach befestigen. Man kann natürlich auch noch eine Kordel mit anfügen. Da lassen sich so ein bisschen, kann man auch moderner Landhausstil sagen, lassen sich viele Sachen schön verarbeiten. Das wickelt ihr einfach mehrfach ringsrum. Und wer ganz viel Deko mag, kann, wie gesagt, auch noch so ein schönes Element anbringen. Da könnt ihr eure Kreativität und eure Bastelfreude freien Lauf lassen. So wäre meine erste Dose, die ich so ganz schön finde. Bei der zweiten wirklich auch nochmal einfach die Kordel drumherum. Ich finde schön, wenn die Materialien, die wir hier verarbeiten, auch nochmal irgendwo wiederkommen. So ein Wiederholungseffekt ist erstens ja, sehr interessant und bringt aber auch noch was Beruhigendes für das Auge mit. Schaut mal, ihr Lieben, hier bei der dritten Dose habe ich Band auf Band geklebt. Da finde ich das Karierte einfach witzig und so ergibt es einen schönen ja, Gesamteindruck. Jetzt fange ich mit den Glasflaschen an. Schaut mal, was ich hier habe. Das finde ich ganz witzig. Diese kleinen Eier sind darin verpackt, damit die nicht platzen oder brechen oder einen Schaden nehmen. Und irgendwie gefällt mir das gerade ganz gut, dieses Papppapier. Und da wir ja Upcycling machen, verwende ich das hier auch einfach zum Dekorieren. Ich finde das ganz schön und klebe das einmal dann oben am Flaschenhals fest. Und jetzt wirklich auch hier wieder eine Kordel drumherum, damit wir zu dem Gesamtbild, zu den Dosen einfach eine Verbindung schaffen. Einen roten Faden sozusagen. Der ist zwar hier rosafarben und nicht rot. Und so passt ja sehr schön auf die Wellpappe. So, schaut mal, dann gucke ich. Die hier lasse ich tatsächlich so, wie sie sind.
Da würde ich gar nicht mehr so viel Schmuck aufarbeiten. Hier schaue ich, dass ich auch nochmal das Band, vielleicht das karierte wiederhole oder das hübsche Spitzenband. Das finde ich ganz herzallerliebst. Das darf nicht fehlen in meiner Deko, in diesem zarten Romantik-Look. Ich mag das total gerne. Alles, was spitze ist und rosafarben, finde ich momentan ganz, ganz toll. Schaut mal, und dann können wir eigentlich schon loslegen, die Gläser zu befüllen. Vasen habe ich schon mit Wasser aufgefüllt und hier gucke ich dann, was wie reinkommt, kommt auch Wasser rein. Als nächstes nehme ich mir die Hyazinthen vor. Die habe ich mir schon mal vorbereitet. Ich habe die ein bisschen aus der Erde rausgenommen, Erde abgeklopft. Etwas lasse ich noch dran und jetzt packe ich die so ein bisschen ganz interessant und kuschelig ins Moos ein. Das sieht sehr schön aus, ist eine super Deko. Einige kennt es bestimmt von euch schon, die schon mal zugeschaut haben. Ist eigentlich eine ganz einfache Sache, so ein bisschen Plattenmoos hernehmen. Ein größeres Stück. Legt ihr euch ganz locker um die Zwiebel, die darf auch noch ein Stück rausgucken. Faltet euch das Moos hier ringsrum fest. Das, was ich hier habe, ist abgetrocknet schon in der Kiste. Ist super gut dazu geeignet, weil man sich dann nicht so voll schmiert und alles nicht ganz so nass ist. Und ihr könntet aber dann im Nachgang die Hyazinthe ein bisschen ansprühen. Das Moos feucht sprühen ist aber kein Muss, weil die Hyazinthe sich, wenn die so weit vorgetrieben ist, aus ihrer eigenen Zwiebel speist und daraus ernährt. Also könnt ihr auch das trockene Moos nehmen und das einfach drumherum wickeln. Schaut mal, ich habe jetzt so ein Draht, eine Drahtspule. Und wickle da mehrere Runden gut fest, damit das einen Moosball ergibt. Zum Schluss werde ich das Ganze noch anordnen und arrangieren auf diesem Tablett. Erstmal mache ich jetzt die ganze Deko mit euch fertig. Schaut mal, das sieht doch schon mal ganz witzig aus. Eine kleinere habe ich schon vorbereitet für die kleinere Blechdose. So habt ihr eine schöne Tischdeko, auch mal ein tolles Geschenk oder ein Mitbringsel oder ja, als Überraschung für den Nachbarn vor die Tür gestellt. So, schaut mal, hier die Dose. Da passt super einfach so ein fertiger Dreiertopf rein. Den setze ich mir hier oben einfach drauf. Kann das Ganze auch einfach ein bisschen mit Moos abdecken. Kann man gut drin gießen und sieht ganz verspielt, lieblich, romantisch aus. Alles, was so diesem modernen Landhausstil entspricht. Und schon können wir anfangen, das Tablett zu dekorieren. So stelle ich mir gerne in Gruppen. Und hier ist es aber auch gut, ihr habt hinten und vorne jeweils von der Höhe große und kleine Sachen. Das heißt auch, eine kleine Vase nach hinten, nicht nur nach vorn, weil es ja auf dem Tisch ringsherum toll aussehen soll. So, jetzt ordne ich mir das an. Und es kann sein, während ich dann die Blumen einarbeite, ich dann nochmal hin und her rücke. Schaut mal, so sieht es schon ganz gut aus. Dann entscheide ich mich hier für das schöne Heidelbeerkraut. Schneide mir das auch ein bisschen noch in der Länge zurecht. Wasser habe ich schon reingegeben. Fülle mir etwas davon hinein. Und dann gucke ich, dass ich noch ein bisschen nacharbeite. So sieht das doch schon mal das Ganze schön aus. Dann habe ich hier so eine wunderhübsche aprikofarbene Ranunkel. Schaut mal. Schön ist immer, wenn man ein Stück zurücktritt von seinem Werkstück, dann sieht man, okay, es ist die gleiche Höhe, das ist vielleicht etwas langweilig, um Spannung hineinzubekommen, schneide ich mir die Ranunkel etwas kürzer. Wenn ihr zum Beispiel Tulpen dafür verwenden würdet, dann müsst ihr bedenken, dass die Tulpen auch wachsen. Dann könnt ihr die also wirklich ein Stückchen kürzer schneiden und dann wachsen die euch schön in eure Deko rein. Aber die Ranunkeln, die bleiben so, wie sie sind. Schöne Kirschzweige dürfen nicht fehlen. Die blühen dann auch noch schön auf. Und schon bekommt ihr
eine super Höhe auf euer Tablett gestaltet. Ihr Lieben, wenn ihr alles euch so eingestellt habt, wie euch das gefällt, wie ihr das schön findet, dann schaut nochmal, ich trete auch immer noch ein Stück zurück und guck mal wegen den Höhen und den Tiefen. Hab dann dabei gesehen, dass mir zum Beispiel hier an dem Gefäß noch das Herz fehlt, weil das sah so nackt aus. Das habe ich einfach mit einem Silberdraht festgebunden und habe die schönen Tulpenzwiebeln noch angelegt, habe die Höhen der Äste angepasst und lege jetzt hier zum Schluss noch die andere Tulpenzwiebel rein und finde mein Arrangement ganz wunderbar, traumhaft, zauberhaft, romantisch. Vielleicht habt ihr noch andere Umschreibungen, die ihr in die Kommentare schreiben könnt, so toll, wie ihr das immer macht. Denn wie immer verlosen wir unter allen Kommentaren schöne Sachen und ihr bekommt wieder ein Bastelset zu euch nach Hause, und zwar das schöne Tablett und die Glasväschen zum selber dekorieren. Und auch die Blooms ist diesmal wieder dabei. Und zwar haben wir hier eine schöne Ausgabe, eine Frühlingsausgabe. Da kommen 3 Stück zu euch nach Hause. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wünsche euch viel Freude beim Nacharbeiten. Schaut unten in die Infobox nach den tollen Materialien, die wir hier haben. Lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert fleißig den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Vielleicht noch in andere Videos reinschaut. Bis bald. Vielen Dank, eure Franzi.